Willkommen zurück bei Xenoblade Chronicles. Ja, wo wir, so gut es geht, diesen Part hier fortsetzen werden. Jedoch, ja, mit wirklich niedriger FPS hier zu kämpfen haben, was sehr unschön ist, aber ich weiß wirklich nicht mehr, was ich machen soll. Ich nehme schon so einem kleinen Bild auf. Arg viel kleiner und ich brauche eine Lupe, also. Aber ich werde es wohl tun müssen. Entschuldige ich mich kurz. So, jetzt geht's wieder einigermaßen. Musste die Qualität dann noch mehr reduzieren, noch ein kleineres Bild und trotzdem ist es nicht ideal. Also, ja. Das Spiel auch schon ganz schön. Wenn man bedenkt, dass, ja, bei anderen Spielen es absolut kein Problem war. Und obwohl die Spiel, wie gesagt, gerade schlechter als The Last Story oder Pandora's Tower ist, ist es trotzdem hier sowas von heftig. Da merkt man halt, ich brauche einen neuen PC, Leute, aber ja. Geld wächst eben leider nicht auf Bäumen. Dennoch heiße ich euch natürlich herzlich willkommen zurück und hoffe, dass wir das hier nun, ja, hier ein bisschen weiter durchziehen werden. Ich bin schon sehr gespannt auf diesen Part von Xenoblade Chronicles und auf was wir hier finden. Und wird es nämlich erstmals Nacht und da ist nochmal eine ganz andere Atmosphäre. Oder auch eine andere Musik. Ups, sorry, das war jetzt der falsche Knopf. Ich möchte nämlich meine neuen Items registrieren. Das sind zwei Insekten, nämlich eine Prairie-Libelle und eine Riesenhornisse. Gut. So, oh, da unten sind einige, wie ich scheine. Aber jetzt haben wir erstmal eine Cutscene irgendwie. Ja. Kolonie 9. Okay, das scheint die erste Stadt zu sein, die wir betreten können. Aber natürlich sind wir soweit noch lange nicht so viel wieder oben. Und warum seid ihr schon so weit vorgegangen? Da waren ein Haufen Items. Würde ich nur so sagen, ne? Here we are. I better stop in at HQ. You off to the weapon development lab? Yeah. When I've sold any parts I can't use. All right. See you later. Sehr schöne Musik, die er spielt. Sehr, sehr schöne Musik sogar. Die gefällt mir. Oh, super. Jetzt haben wir nur noch einen in der Gruppe. Ja, großartig. Ich muss mit dem alleine da draußen kämpfen. Händler sind durch ein Zelt über den Kopf gekennzeichnet. Er wollte Items verkaufen. Verkaufe Items an Händler, um Geld zu verdienen. Was wollt ihr noch gar nicht? Mission annehmen. Nähere dich einem Figur mit einem Ausrufezeichen über den Kopf und drücke A, um ihren Missionsauftrag zu hören, anzunehmen. Stimmt, das habe ich auch schon gelesen. Und zwar ist es über Dungeon Siege 2, was ich das so schon super fand, dass alle den Auftrag haben, Ausrufezeichen über den Kopf hat. Das ist sehr, sehr gut. So kann man nämlich sofort sehen, ob jemand einen Auftrag hat oder nicht. Erfolgreich beendete Missionen werden Geld, Erfahrungspunkte oder Items belohnt. Tauschhandel. Nähere dich einer Figur mit Eigennamen und drücke Y, um den Tauschhandel zu eröffnen. So kannst du dir bisweilen seltene Items ertauschen. Nebenaufgaben wie Mission und Tauschhandel haben keinen Einfluss auf den Verlauf der Haupthandlung. Sie können dir jedoch Vorteile auf deiner Reise verschaffen. Wir können die neue Haupttour, neuer Reisepunkt erreicht. Und neuer Ort Geschäftsviertel. Und ich glaube tatsächlich, die Achievements, die mein Bruder hat, sind schon verteilt, oder? Ich weiß es nicht genau. Jedenfalls müssen wir uns nun hier umgucken. Und ja, ich versuche natürlich auf jeden Fall so viel wie möglich vom Gebiet zu erkunden und versuche natürlich auch, dass nicht irgendwann es mal eintritt, dass ich ein Gebiet aus Versehen vergesse, euch zu zeigen. Und der ist Level 4. Und ihr merkt, das ist schon hart, weil ich auch Level 4 bin. Also, wobei ich gehört habe, dass die Nacht stärker sein sollen. Goddammit! Vielleicht sollte ich wieder auf Tag stellen. Ach so, Mist, ich drehe mich falsch. Gibt natürlich mehr EP, aber... Ja, schlag doch zu, Junge! Junge! Was war denn los? Warum hat er nicht zugeschlagen? Naja. Dreckiger Flügel, super. Aber die Nachtmusik ist hier so schön. Ich weiß nicht, will ich da wirklich auf Tag wieder umstellen? So, wo wurde ich denn vor... 5! Okay, ich schalte definitiv wieder auf Tag um. Das ist dann noch ein wenig heftig. Falls ich nicht jetzt schon K.O. gehe. Hallo? Autsch. Damn!
Komm, gib alles! Ah! Scheiße! Ich kann nicht heilen, ich kann nichts machen! Gottverdammte! Das Spiel gerade ist angefangen und schon tot. Ja, super, und jetzt? Das gibt's doch jetzt nicht! Ah, okay, ich komme hier automatisch zurück. Okay. Zu diesem Reisepunkt bei Kampf und Fähigkeit des Anführers. Wenn die KP des Anführers durch einen Sturz oder im Kampf auf Null sinkt, wird der Charakter kampfunfähig. Die Gruppe wird dann zu dem Reisepunkt zurückgesendet, die sie als letztes, den sie als letztes passiert hat. Das ist super. Das finde ich sehr, sehr... Was? Trophäe, ey, Kopf. Ich habe eine Trophäe wegen dem Fame gekriegt, aber jetzt schalte ich mal echt auf Tag zurück. Aber ja, das ist sehr, sehr gut, finde ich. Weil ich finde, so kann man dann auch irgendwie failen, ja? Denn es wird alles abgespeichert, wenn man, nachdem man gefailt hat. Und das ist super. Weil was mich immer aufregt, ist schon in The Last Story oder Pandora's Tower, wenn man dann Sachen, die man schon gemacht hat, nochmal neu machen muss. Das mache ich überhaupt nicht, deswegen rege ich mich dabei Fails auch immer auf. Aber wenn es sowas ist, kann ich fast drüber lachen, Leute. Also das ist cool. Das finde ich sehr, sehr gut. So, Schatztruhe, geknickter Fühler. Aber ja, ich erkunde es eh lieber bei Tag, weil ich da einfach mehr sehe. Ich meine, jetzt habe ich den Bildschirm noch kleiner gemacht und es laggt immer noch, also... Scheint ein scheiß Leben einfach zu sein oder so ähnlich. Aber ja. Müssen wir dann noch genau gucken, wie wir es machen. Bei Nacht ist halt die Atmosphäre, finde ich, geiler. Zumindest bisher. Ich weiß nicht, wie es dann auch ausschauen wird, aber ja. So, ich brauche für einen Level 1 kleinen Mück schon einen Spezialangriff. Mann, oh Mann, ist das bitter, aber... Ja. Ich denke... Ihr wisst, was das Problem ist. Ich werde jetzt auch leveln. Also ich möchte diese Stadt nicht betreten, bevor ich nicht Level 10 bin. Aber das werde ich euch natürlich nicht alles zeigen, sondern ich erkunde jetzt das Gebiet hier ein wenig. Aber das Training an sich, das werde ich dann auch Screen machen. Weil das ist auch so ein Ding, wo ich mir denke, wo ich stark überlegen war, wie mache ich's. Weil in der Last Story gibt es solche Abschnitte, da kann man gut offscreen trainieren. Bei diesen Beschwörungskreisen in Pandora's Tower kommt man das auch einfach machen, indem man den Turm einfach immer wieder durchmacht. Aber hier war das schon deutlich schwieriger, weil eben die Gebiete hier ja einfach freier sind. Aber ich habe mich dafür entschieden, wie gesagt, ich zeige euch jedes Gebiet einmal, erkunde es und dann werde ich selbst offscreen weiter trainieren. Da werdet ihr zwar nicht sehen, wie ich jedes Item etc. finde, aber ich denke, es ist die beste Lösung, weil glaubt mir, auch wenn es ein paar von euch gibt, wenn ich alles zeigen würde, das würde sich kein oder fast niemand anschauen. Und ja, das wäre auch nicht das Ideale, nicht wahr? Also, machen wir das am besten einfach so. Ich hoffe, es ist mit dieser Möglichkeit zufrieden. Jetzt möchte ich erst mal gucken, was hier oben ist. So, ich habe jetzt wieder ein paar Sachen, die werde ich gleich im Kollektion registrieren. Neuer Reisepunkt, Ausblickhügel. Wir halten auch EP dafür, das ist cool. Bleibst du mal hier? Kann man da eigentlich springen? Das habe ich bisher gar nicht geguckt. Ich weiß es jetzt gerade gar nicht. Nur hier habe ich, glaube ein paar Probleme gegen den. Oh Gott, ja, der macht echt weniger als mein Autoschlag-Angriff. Natürlich, ich treffe nicht ideal von der Seite, das ist mir schon klar, aber... Selbst wenn ich immer von der Seite treffe, macht das kaum Schaden. Ah. Jetzt hatte ich irgendeine Statusveränderung kassiert. Was genau, weiß ich nicht. Ich weiß auf jeden Fall, dass er tot ist und ich ein paar Items davon trage. Ah, doch, man kann springen. Und zwar mit der B-Taste, oder? Ja, genau, B ist das. Ja, hier. Oh Gott! Ja, da kann man drüber springen! Scheiße, ich hätte nicht damit gerechnet, dass es funktioniert! Scheiße! Goddammit. Okay, wir saufen nicht ab, aber wir sind im Wasser. Das war... Oder warte. Abwehrgeschütz 3. Ich weiß nicht, ob ich da hin wollte. Das weiß ich wirklich nicht. Ich habe keine Ahnung, wo ich bin. Ja. Gut. Ich werde es versuchen, schnellmöglich zum Festland zurückzukommen. Weil Abwehrgeschütz 3 hört sich nach einem Ort an, den ich glaube, ich noch nicht betreten möchte. Aber warte mal. Gehen wir erstmal unseren Kollektion. Der kann da gut auf der Stelle schwimmen. Das passt schon. Mhm. Einige Sachen neu. Ein Möwenzahn, eine Mondblume, ein Rotsalat, ein Weißkäfer und eine Schneeplatte. Von Fiora als Kind so getauft, weil sie weiß, wie Schnee ist. Wer zum Teufel ist Fiora? Naja, werden wir dann wohl noch früh genug erfahren. Okidoki.
Da hinten sehe ich noch zwei Items, die Schlampe kralle ich mir auf jeden Fall. Also bis jetzt ist das sehr, sehr nice, wie die Gebiete hier verlaufen. Wie gesagt, grafisch von den Gesichtern her ist es nicht so gut, aber dafür von den Gebieten her super. Und von den Gesichtern ist es ja immer noch okay. Also ich bin jetzt sowieso keine Grafikhure, die jetzt sagen muss, es muss alles top aussehen. Sondern mir fallen da nur Vergleiche auf und es ist immer noch richtig gut. Also bin sehr begeistert, wäre schön, wenn meine TV-Karte doch mitmachen würde. Beziehungsweise mein Fraps und die ganze Leistung und alles. Und boah, ja. Und muss halt natürlich die Übersicht bewahren. Nicht, dass ich aus den Offscreen-Gebiete erkunde, wo ich noch nicht war. Das wird das Schwierigste hier sein. Denke ich mal. Und hey, ich habe eine neue Technik. Flächenangriff nach vorne lässt fein schwanken. Okay. Was? Moment, warum greift der hintere auch an? Was zum Teufel? Das isn't going well at all, Junge. Heil dich mal. Nein! Hey, ich hab doch angegriffen. Och, Menno. Das ist jetzt irgendwie nicht nett. Oh, okay. Bin wieder hier. Gut, das muss ich mir halt überlegen. Greift das mehrere Gegner an? Sieht nämlich gerade so aus. Deswegen hat er davor wahrscheinlich auch angegriffen. Jetzt guck ich mal. Ich habe nämlich eine Vermutung, wo dieser Strand hinführen könnte. Autsch. Jetzt bin ich wieder am Strand, oder? Oh Gott, es wird schon wieder dunkel, sehe ich. Das möchte ich überhaupt nicht. Ja, gut, 16 Uhr. Ja, tun wir mal Vorfuß auf 11 zurück. Wie gesagt, das möchte ich wirklich verhindern, dass es hier zu dunkel wird. Hier war ich doch vorhin, oder? Nee, irgendwie nicht. Irgendwie sind da jetzt andere Gegner. Er ist auch okay hier. Dum, dum. Zacken! Oh Gott, Level 5! Ja. Leit mir doch mal weg hier! Das ist total brutal! Komm, schnell heilen. Gott, jetzt hat er wieder irgendeine Statusveränderung verpasst oder so. Ich weiß es nicht genau. Oh Gott, bleib du mir weg. Einer reicht mir vollkommen. Okay, gut. Puh. Jetzt habe ich aber keinen Spezialangriff mehr für den. Jetzt weiß ich nicht, ob ich wirklich gegen ihn kämpfen soll. Regenbogenzirkon, okay. Bitterrettich. Das finde ich ja echt kranke Sachen. Möwenzahn. Level 7, okay, tschüss. Tschüss. Da diskutieren wir gar nicht. Den kann ich, glaube ich, besiegen. Das müsste ich hinkriegen. Auf jeden Fall oft spezielle Techniken einsetzen. Ich bin dann alleine. Das ist nicht so gut. Aber ja. Au. Komm. Lass mich in Ruhe. Und weg ist er. Also bisher ist hier schon eine echt geile Atmosphäre gegeben. Wie gesagt, ich versuche das hier einfach alles zu erkunden, so gut es geht. Dum, 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 dum. Und jetzt komme ich hier schon mal zu einem anderen Strand. Oder wie sehe ich das? Also hier gibt es echt sau viel zu erkunden. Aber ich glaube, ich war vorher bei diesem Strand, oder? Also auf jeden Fall, jetzt werden jetzt mit diesen ganzen blauen Punkte hier eingesammelt. Da, 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 da. Kommt her, liebe Blaupunkte. Oh Gott, ich bin wieder abwehrgestützt 3. Da möchte ich, glaube ich, echt noch nicht hin. Weil es hört sich einfach so an nach dem Motto, Junge, das ist weit weg. Gut, wobei ich bin Kolonie 9, also. Weiß nicht, ob abwehrgestützt 3 das sich wirklich so weit weg anhören sollte, aber ich denke, ihr wisst nicht, worauf ich hinaus möchte. So, und hier haben wir einen weiteren Weißgift. Da gucke ich mal in meinem Kollektion. Also ich da habe... Okay, wir haben schon beide seltsame Sachen. Regenbogenzirkon. Wayne hat alles gegeben, um sich diesen Namen auszudenken. Süß. Okay. Ah, wir haben an dieser Steine erhalten. Der Bitterrettich. Tempo. Kann ich die jetzt ausrüsten? Liege ich da richtig? Dum, dum, dum. Ah, schaut gut aus. Okay. Das ist gut. Das ging jetzt in mein Schwert. Vielleicht geht das andere hier drin. Ja. Mein Tempo wird erhöht. Da bin ich doch mal sehr zufrieden mit.
Und in Sockel. Und ja, wie ihr seht, hier lohnt sich alles. Das ist das Tolle bei Monolith-Soft-Spielen. Hier lohnt sich Training, hier lohnt sich Ausdauer. Hier lohnt sich einfach das Erkunden von Orten. So, aber wo bin ich jetzt? Ich bin ja, glaube ich, komplett in der Prärie oder so. Süßer Wasabi. Na gut, Leute, ich würde sagen, im nächsten Part werden wir hier dieses Gebiet um Kolonie 9 weiter erkunden. Wenn ihr euch darauf freut, dann gebt dem Part doch einen Daumen nach oben, wenn nicht nach unten, und unterstützt mich und das Projekt so. Wir sehen uns dann das nächste Mal. Bis dann.